da rechts, da sieht man, was er so macht und wie er, das ist ganz harmlos, er sagt nur, er hat irgendwie einen schlechten Block von irgendwo anders bekommen. Und da irgendwo habe ich mir dann die Node-Info hergestellt, das ist der letzte Block und so weiter. Das werde ich später noch kurz sprechen. Das brauche ich also, um am Bitcoin-Node-Netzwerk tatsächlich teilzunehmen. Was hat es jetzt mit der Blockchain auf sich? Wir haben gesagt, das wichtigere Kriterium ist eigentlich die Unfälschbarkeit. Und das macht man folgendermaßen. Man nimmt eine Hash-Summe. Sie wissen, Hash-Summen von guten kryptografischen Verfahren sind unfälschbar. Also ich kann nicht den Block ändern, ohne dass sich die Hash-Summe ändert. Das heißt, diese Hash-Summe, und die wird jeweils im nächsten Block mitgespeichert. Das heißt, sobald ich einen Block anerkenne, weiß ich, okay, der ist richtig, weiß ich, dass alle anderen Blöcke davor auch richtig sein müssen, weil in dem Moment, wo irgendwer da eine Hash-Summe ändert, ändert sich der Hash und alle anderen Blöcke upwards würden sich damit auch ändern. Damit ist sichergestellt, dass die Blockchain unverfälscht vorliegt. Und wenn man das eben in Blöcken mit solchen Hashes macht, nennt man das Blockchain. Ja, das schaut dann ungefähr so aus, es geht Ihnen jetzt ein Teil von der Grafik verloren, wenn man die dünnen Linien auf dem Projektor nicht sieht, aber das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Solche Blocks haben eine Blockhöhe und ebenso einen Hash, also das ist der Hashnummer, der dann im nächsten Block wieder mitgespeichert wird. Und diese Blocknummer ist exakt die Blocknummer seit der Geburt der, in dem Fall, Bitcoin-Chain. Wenn wir da schauen, wir haben jetzt den Block 519.141, das ist die Menge an Blöcken, die wir seit der Geburt der Blockchain gesehen haben. Was heißt das seit der Geburt? Ja, und diese Blockchain speichere ich also jetzt im Peer-to-Peer-Netzwerk. Wie schafft man das, dass man nur eine Blockchain hat? Das ist eigentlich das entscheidende Problem, die Synchronisation dazwischen. Und das funktioniert so, reduzieren wir mal das Problem auf ein anderes, nämlich auf ein, was, wenn ich jetzt ein einzelner Node bin und ich schaue ins Netzwerk, stellt sich mir die Frage an, was soll ich glauben? Und die Idee ist, diese Blöcke kommen immer, von diesen Blöcken kommen immer neue zu der Blockchain dazu und das Finden eines neuen Blockes ist aber extrem schwierig, ist extrem rechenzeitaufwendig und die Leute, die diese Blöcke finden, die Miner, versuchen das zu tun und bekommen dafür einen Reward, auf den komme ich noch. Und zwar besteht der Reward, erstens mal bekommen die erste Transaktion im Block, bekommt aus dem Nirvana und die wird jeder vernünftige Miner natürlich sich selbst überweisen. Und zweitens gibt es bei jeder Transaktion, setzen die Kunden einen kleinen Unterschied zwischen einbezahltem und ausbezahltem Betrag ein. Das ist eigentlich frei, das kann man nehmen. Und die gehört auch dem Miner. Und damit bestimmt diese Transaktionskosten der freie Markt. Die Miner werden natürlich die Transaktionen mit der besseren Mining-Fee eher in die Blöcke aufnehmen als die unterbezahlten. Ja, diese Mining-Fee, diese erste Transaktion, die bestimmt, wie viele neue Bitcoins, wie viele neue Coins jetzt ins Leben kommen. Und das ist per Software begrenzt. Derzeit beträgt die ungefähr 12,5 Bitcoin. Das Bitcoin steht bei ungefähr 6.500 Euro. Das ist ordentlich viel Geld eigentlich. Und die werden dann mit jeweils zunehmender Blockzahl beschränkt werden. Und damit kann man sich ausrechnen, wie viele Bitcoins es überhaupt mal geben wird, sofern man die Software nicht ändert. Das heißt, dieses Mysterium, es gibt nur ähnlich viele Bitcoins, ja, außer man wird die Software ändern. Und das kann man natürlich auch grundsätzlich tun. So, wie funktioniert das jetzt? Angenommen, ich sitze, also die Idee ist einfach von der Blockchain, wenn ich jetzt Kunde bekomme von mehreren verschiedenen Blockchains. Ja, also ich schaue ins Netzwerk und sage, okay, die sind der Meinung, diese Blockchain ist gültig, die anderen sind der Meinung, die Blockchain ist gültig. Wir haben also brauchen eine Abstimmung, dann lautet die Regel einfach, dass die längste Blockchain gewinnt. Also ich glaube immer an die längste Blockchain, die ich sehe. Was passiert jetzt, wenn das Netzwerk irgendwie schlecht synchronisiert ist? Also da in einem anderen Kontinent, die koordinieren sich miteinander und glauben an die eine Blockchain und wir hier in Europa haben eine andere Blockchain und irgendwann einmal werden sich die sehen. Und jetzt stellt sich die Frage, an welche sollen wir hier alle gemeinsam glauben? Und der Punkt ist der, wir glauben natürlich an die längere.
Jetzt hat dieses Netzwerk aber schon Arbeit hineingesteckt, diese Chains, diese Blöcke zu minen und hätte natürlich gern den Mining Reward, weil die Blöcke, die wegfallen, da steht zwar ein Mining Reward drin, aber das interessiert niemanden, das ist nicht in der Payroll der Zahlungen drinnen, das heißt, die fallen de facto um ihren Block Reward um. Jetzt werden sich die bemühen, da weiter zu minen. Die Europäer werden es aber auch tun und der Witz ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Block gefunden wird, proportional ist zur Rechenleistung im Netzwerk. Das heißt, wenn da jetzt in dem anderen Kontinent weniger Rechner beteiligt sind, weniger Rechenleistung beteiligt ist, dann haben die keine Chance, ihre Blockchain noch länger zu machen. Das heißt, die werden früher oder später aufgeben und sagen, das hat keinen Sinn, wir kriegen da keine gescheite Blockchain mehr zusammen, wir meinen auf der europäischen Blockchain weiter und damit stirbt diese Kette aus und es überlebt eine, die längere, und zwar die, die von mehr Rechnern, mit mehr Rechenleistung unterstützt wird. Wir haben also de facto eine Demokratie der Rechenleistung. Warum Rechenleistung? Das hat viele Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, sie ist auch unfälschbar. Rechenleistung kann man nicht einfach fälschen, ja, sondern die steht im Netz und die muss man erstmal anschaffen und hinkriegen. Wie wird die realisiert? Über die Hashes. Es wird, diese Hashes sind, ja, komme ich dann später drauf, führt vielleicht zu weit. Ist es möglich, dass die sagen, na, wir pfeifen drauf, wir machen unsere eigene Währung? Ja, das ist möglich, das ist per Design ein völlig normaler Betriebsfall, nämlich dann hat man eine neue Währung. Und das passiert auch ab und zu, dass sich der Bitcoin spaltet oder dass sich Bitcoin Gold, Bitcoin Cash und wie sie alle heißen, sind Abspaltungen vom Bitcoin. Das ist genau dokumentiert, ab welchem Block die neue Chain ist. So. Jetzt haben wir aber dann langsam genug technische Aufenthalte. Geht's? Geht's? Ja. Ich mag da nicht reinbeißen. Unangenehm. So, und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fork überlebt, ist proportional zur Rechenleistung. Und was soll ich jetzt glauben? Ich glaube sukzessive an eine Transaktion, dann, wenn es eine bestimmte Tiefe in der Rechenleistung, in der Chain erreicht hat. Normalerweise sagt man bei 6 Confirmations, also wenn der letzte Block 6, also wenn meine Transaktion, also Sie behaupten, Sie hätten mir etwas bezahlt, ich sehe die Transaktion in der Blockchain. Wann glaube ich sie, wenn sie circa 6 Blöcke in der Tiefe ist, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine andere Chain auftaucht, die dann die Realität wird, so verschwindend, dass man sie vernachlässigen kann. Wenn es eine kleine Zahlung ist und ich habe es eine, glaube ich es vielleicht schon früher. Grundsätzlich haben wir die Freiheit, dass jeder darf ja jeder glauben, was er möchte. Also das ist, so wird das gemacht. Und so eine Blockchain ist eine Währung. Es gibt also verschiedene Blockchains, Bitcoin, Ethereum, es gibt noch verschiedene Testchains und auf die komme ich noch. In jedem Fall brauche ich also einen Full Node, um wirklich teilzunehmen, also eine externe IP, einen 24/7-Betrieb. Bitte seien Sie vorsichtig bei allen, die sagen, ja, wir verschaffen Ihnen Bitcoin über eine Webplattform. Nein, nein, Sie haben in Terminologie vom Block, vom Netzwerk keinen Bitcoin, die hat die Firma und sie treuhändlich verwaltet sie für Sie. Das können die gerne machen, das ist auch in Ordnung, machen Banken auch, aber sie sind von dieser Firma abhängig. Erst wenn sie einen Node betreiben und ihre Private Keys haben, dann haben sie wirklich die Bitcoins selbst. Das ist die einzige wirkliche Möglichkeit. Wie komme ich zu Bitcoins über verschiedene Bitcoin-Broker? Das kann ich jetzt nicht herzeigen, aber wir haben in Österreich eine junge aufsteigende Firma, Bitcoin, Bitpanda, die das macht. Und international gibt es so und so viele Firmen, wo man sich mit einer Kreditkarte anmeldet und gegen Tagespreis Bitcoins kann. Es gibt Local Bitcoins, da kann man sich treffen. Es gibt Bitcoin-Börsen wie Sand am Meer. Also es gibt ca. 20, 30 große Bitcoin-Börsen in der Welt, wo man das handeln kann. Und das sind so die wichtigsten alternativen Coins. Ethereum komme ich noch drauf, Ripple, Litecoin, Dash, Monero und Zcash versprechen eben etwas mehr Privacy. Faircoin ist ein Exot, aber er gefällt mir, weil er mit einem anderen Proof arbeitet, dem Proof of Trust. Und es ist ja überhaupt diese Demokratie der Rechenleistung führt aber auf der anderen Seite einfach zu einer unglaublichen Energieverschwendung. Man schätzt, dass in der Größenordnung des Stromverbrauchs eines Kleinstaates viel Strom allein auf Coin-Mining mittlerweile verbraten wird, weil Rechenleistung ist alles und es ist eigentlich auf Dauer kein Zustand. Und es macht die Sache auch undemokratisch,
weil die Coins werden daher gemeint in Island, in den kalten Regionen, in Russland, wo man keine Kühlleistung braucht, und damit ergibt sich eine Asymmetrie, die so auch nicht geplant war. Und überhaupt gibt es eine ganze Menge kleinere Probleme, die ich aber hier nicht diskutieren möchte. Tatsache ist, die Blockchains funktionieren und sie erlauben uns, unfälschbar, unlöschbar, dauerhaft Daten zu speichern. Sie sind permissionless, sie brauchen keine Access Control, es ist alles öffentlich, ist alles zugänglich. Die Mining-Kosten sind ein Nachteil, aber das ist, was unsere Blockchain kann. Und wenn ich eine eigene Blockchain brauche, lade ich mir die Software runter, mache meinen eigenen Block 1 und schon geht's los, eine eigene Blockchain zu haben. Wäre ein paar Full Nodes von Freunden, die da mitspielen, und schon hätte ich meine eigene Währung. Können wir gerne in einer Feralpraxis machen, wenn es interessiert. Bitte passen Sie auf, Blockchain ist derzeit das Passwort schlechthin und alles, was irgendwie modern sein soll, heißt Blockchain. Schauen wir genauer hin. Blockchain heißt ziemlich offen, das heißt, es ist Open Source, weil sonst kann ich die Software nicht kontrollieren. Wie soll ich glauben, dass das stimmt, wenn ich nicht nachschauen kann, wie es berechnet wurde? Das heißt, jeder kann teilnehmen, ich mache einen Full Node auf und bin drinnen. All das gibt es für viele Dinge, die so im Netz fluktuieren, nicht. Zum Beispiel hat Venezuela im Februar 2018 groß getönt, sie machen den Petro, eine Blockchain-Währung für Venezuela. Also wissen, das ist die Währung, möchte ich hier nicht sagen, was. Aber die waren alle pre-mined, das heißt, da gibt es kein Mining, das heißt, das ist sehr, sehr gut. Das heißt, alle Petros sind schon vorweg verteilt worden und jetzt dürfen die anderen auch mitspielen. Ja. Und genauso mit firmeneigene Blockchain und so, da würde ich von der Technologie eher über Distributed Ledger sprechen. Die Technologie ist sehr ähnlich, aber sie verbieten halt dann sozusagen die öffentliche Teilnehmer, und mich interessiert es ja nicht, wie die intern ihre Daten verwalten, wenn ich dann nicht teilnehmen kann. Aber das mit der eigenen Blockchain ist auch vielleicht eine schlechte Idee, wie sich Island hat sich ordentlich die Finger verbrannt. Die haben den Aurora Coin 2014 rausgegeben als isländische Währung, hat auch soweit funktioniert. Dann haben große chinesische Mining Pools, die Hashpower hineingesteckt haben, ja, das habe ich jetzt nicht erklärt, haben die Schwierigkeit hinaufgetrieben, dann haben die Hashpower rausgenommen, daraufhin wurden tagelang keine neuen Blöcke produziert, das heißt, die Währung ist gestanden, und damit haben die Leute das Vertrauen verloren, der Preis ist gegen Null gefallen und den Aurora Coin gibt es de facto nicht mehr. Man nennt das Pump and Dump Scheme. Okay, aber das wollte ich mit Absicht kurz halten und das ist auch nur angedeutet. Ich möchte heute eigentlich über Smart Contracts sprechen und über Cryptocurrencies 2.0. Die 1.0 war einfach. Es ist eigentlich eine simple Vorschrift. Das ist so eine Buchung. Alice möchte an Bob bezahlen, also lautet das, was in der Blockchain steht: Nimm von Alice, zahle an Bob. Seine Handlungsanweisung, wenn man so möchte. Wie wäre es denn, wenn wir das verallgemeinern und sagen, könnten wir nicht kompliziertere Handlungsanweisungen da in die Blockchain speichern? Und was wir dafür tun ist, wir schaffen eine zweite Art von Blockchain-Teilnehmer, Robots. Wir übernehmen im Endeffekt das, was Notare übernehmen, was Treuhänder übernehmen. Die sagen, okay, das ist meine Handlungsvorschrift, so habe ich zu handeln, das steht da drin, und die anderen können mit dieser Handlungsvorschrift interagieren. Und das ist im Wesentlichen, was hinter Ethereum steht, eine sehr spannende, wesentlich größere Kryptowährung als Bitcoin, verwendet auch einen anderen Mining-Algorithmus, hat einen Generationen für Mining vorgesehen, ist von Vitalik Buterin erst 2015 eingeführt worden. Es gibt mehrere Implementierungen, damit man die Security erhöht. Man sagt, okay, es gibt eine Implementierung in Go, es gibt eine in C und es gibt, glaube ich, noch ein paar. Und sie funktioniert auch als ganz normale Kryptowährung. Ich zeige Ihnen das mal kurz. So, wo haben wir es? Ja, das ist der GIF. Auch da sieht man, der kommuniziert mit dem Netzwerk auf, Sie sehen es, oder? Also da läuft der Ticker irgendwas, das heißt, das ist einfach mein Netzwerküberwachungstool, wo ich sehe, wie viel Bandbreite braucht er gerade. Dann sieht man da, jetzt hat man es gerade springen können, der Ethereum braucht schon wesentlich mehr Ressourcen. Da kommen alle 16 Sekunden circa ein neuer Block daher. Schauen wir mal, ob wir den nächsten erwarten.
Also im Schnitt, manchmal braucht es auch ein bisschen länger. 5, 4, 7, 54 ist er am Schluss, und dann schauen wir später nochmal nach. Auch da kann ich mir ausheben, mit welchen Notes ich in Verbindung bin. Das sind ungefähr 20, 30 Notes, je nachdem. Da sehe ich über meinen, was für ein Protokoll läuft da, was für einen ursprünglichen Note, ursprünglichen Block, also was der Genesis-Block, der Block Nummer 0, was ist die Difficulty, und mit dem kann ich mich relativ leicht unterhalten. Es gibt da ein JavaScript-Interface, und wenn ich sage, liebes Ethereum, gib mir doch den Block Nummer 1, dann kriege ich da den Block Nummer 1, und da sehe ich, okay, das geht von da bis daher. Ah, das funktioniert bei dir nicht, okay. Die einzelnen Dinge werde ich später noch erklären, aber man sieht, okay, da gibt es keinerlei Transaktionen drin. Gehen wir vielleicht einen Block irgendwann später in der Chain, dann sieht man da noch immer keine Transaktionen. Noch eine Null dazu. Da sieht man schon, okay, da wurden offenbar Transaktionen getätigt, sind da Transactions, und ich könnte mir jetzt auch ohne weiteres anschauen, wer da an wen bezahlt hat. Man kann auch sich fragen, von wann ist dieser Block. Mal schauen, ob das so funktioniert. Der ist vom 13. Februar 2016, wurde dieser Block gemeint. Und der steht unter dieser Nummer 100.000 und mit dem Hash jetzt für immer in dieser Blockchain drin. Und die Blockchain existiert auf allen Rechnern, die daran teilnehmen, vielleicht noch so viel. Ich habe da irgendwo mein Ethereum Directory, und da drin gibt es das, die Blockchain, und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass da all diese Blöcke wohl drin sind, und derzeit braucht das einfach 290 Gig, und ich kann aus Erfahrung sagen, allein damit sich das aufsynchronisiert und man eine volle Synchronisation rechnet, hat mein Rechner ungefähr 14 Tage gerechnet. Weil er muss ja, damit er sich aufsynchronisiert, alle Blöcke von Anfang der Chain nachrechnen und sagen, ja, das stimmt, das passt, das ist so, wunderbar. Und jetzt kann ich also auch den Block 5.721.000 oder wie immer es ist, glauben. Ja, aber jetzt braucht er nicht mehr viel, er braucht immer nur die neuen Blöcke dazugeben, so wie alle anderen Ethereum-Nodes auch. Und damit haben alle Ethereum-Nodes die gleiche Meinung über die Blockchain, und wir haben damit also eine Blockchain. Ja, sage ich, 290 Gig, 14 Tage. Ja, und die Command-Line ist etwas anstrengend, die ist nämlich JavaScript, das heißt, man kann sie zwar einerseits programmieren, aber man tippt eine Weile, also es sind sehr lange, unübersichtliche Befehle. So, die Idee von dem Smart Contracts möchte ich jetzt einem Beispiel erklären. Stellen wir uns vor, wir wollen einen Treuhänder hier implementieren. Also, was passiert? Die Treuhänderin, also die errichtet einen Smart Contract, sie erschafft also einen automatisierten User, also einen User auf der Blockchain, und der beinhaltet die Vorschrift, die vorzugehen ist. Daraufhin zahlt Bob seine Ethereums an den Robot, und dann, so hat man sich halt ausgemacht in dem Beispiel, entscheidet die Schiedsrichterin, die Treuhänderin, ob das Geschäft gut abgewickelt worden ist oder nicht, und je nachdem zahlt jetzt der Smart Contract aus an Alice, wenn das gepasst hat, oder zu refundiert den Betrag an Bob. Und das Entscheidende ist, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Ja? Also weder kann jemand diese Ethereums einfach stehlen, noch kann zum Beispiel die Treuhänderin damit davonlaufen. Es geht alles nicht. Es geht genauso, weil es in dem Code steht. Derjenige, der den Smart Contract geschrieben hat, hat festgelegt, dass das Geschäft so ablaufen soll, und damit steht das für alle sichtbar so drinnen, und die Regel der Ethereum-Chain lautet, Code is Law. Das heißt, wir haben also zwei verschiedene Arten von Teilnehmern auf der Chain. Das eine nennt man, sind also Leute, man nennt das externally owned accounts, und das andere sind Smart Contracts, also man könnte auch übersetzen Robots, die da teilnehmen. Und
So, wie formulieren wir jetzt einen Smart Contract? Na gut, wie formuliert man Vorschriften, wie etwas abzuarbeiten ist? Es gibt kaum wem, der mehr Erfahrung darin hat als wir Informatiker. Man formuliert das als Programm. In dem Fall als eine Art Maschinenprogramm. Das kann also in etwa so ausschauen. Und wenn wir etwas Glück haben, können wir das auch im Ethereum-Node sehen. So. Nehmen wir das zum Beispiel her. Ich habe es schon ausgesucht, damit die Demos zusammenpassen, aus dem Block, Sie können die Nummer lesen, die Transaktion Nummer 48 und die hat diese Nummer. Und wenn ich die frage, gut, nach welchem Code arbeitest du, dann bekomme ich nicht. Ah, okay, entschuldige. Wrong. Ich hätte mir das genau anschauen sollen. So, also der Auslöser ist offenbar ein externer Account, also ein Mensch, und der Ankommende ist ein Smart Contract und das ist der Vertragstext. Okay, das klingt vielleicht ein wenig verwirrend, aber wenn wir uns diesen Vertragstest anschauen, können wir in einen entsprechenden Browser für Vertragstexte gehen und Folgendes uns anschauen. Das ist jetzt genau diese... Nein, ist sie nicht. Wie kriege ich da? Wieso hat er das nicht genommen? Wurscht. Probieren wir es jetzt mal. Das ist der Block, von dem wir vorhin gesprochen haben, hoffentlich vielleicht. Ja, okay. Der hat da 57 Transaktionen und kann man das irgendwie... Genau, Sie werden es jetzt vielleicht nicht mehr sehen, da gibt es dieses, da steht es als Rebellious Token drinnen. Wieso kann man das nicht nach links schieben? Ah, danke schön. So. So, und das ist jetzt das Token und wenn man sich da den Contract anschaut, nein, das meine ich nicht. Okay, das ist da. Ist das hier genau der Code? Wenn man das vergleichen würde, das kann ich jetzt mit dem Computer nicht machen, sieht man da den Code dieses Vertrags und den kann man aber auch als Opcodes, also als Maschinensprache der Ethereum-Chain darstellen. Ja, das kann ich auch, ich habe das ein bisschen wie im Kochbuch vorbereitet, auch hier auf der Command-Line tun. Also da habe ich mir dieses Bin-File runtergezogen und ich schmeiße es in einen Recompiler, also einen umgekehrten Compiler und kriegt tatsächlich da die ersten Befehle von diesem Smart Contract, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was sich hier abspielt. So, ein Smart Contract, nachdem er ein ganz normaler Teilnehmer der Blockchain ist, darf er auch Besitz haben, das heißt, er darf auch Ethereums besitzen, aber wenn wir schon die Fähigkeit haben, in der Blockchain etwas zu speichern, wobei, da komme ich gleich drauf, ja,
Also es ist klar, wie viel dieser Robot besitzt, nämlich in Ethereums. Das heißt, die Blockchain speichert seinen Besitzstand. Das tut die aber nicht wirklich. Also da ist nicht irgendeine Speicherzelle, sondern das ergibt sich aus dem Nachrechnen der Blockchain vom Zeitpunkt Null. Ergibt sich ja, wer hat einbezahlt, er hat ausbezahlt, ergibt sich im Endeffekt, wie viel Ethereums hat dieser Teilnehmer der Blockchain, in dem Fall ein Robot, zu einem bestimmten Zeitpunkt, also am Head, jetzt. Und genauso kann ich mit entsprechenden Datenstrukturen auch sonstige Daten speichern. Die werden also hier geschrieben, die werden hinzugefügt, weggegeben und dieser ganze Prozess führt zu einem momentanen Speicherzustand des Smart Contract. Das heißt, der Smart Contract hat Storage auf der Chain. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt feststellen, was ist in diesem Storage drinnen und jede Transaktion an den Smart Contract löst da hier irgendeine Zustandsänderung aus. Also eine Buchung, da läuft dann ein Teil dieses Programms ab, bis er wieder zurückkommt, dadurch ändert sich der Speicherbereich und diese Transaktionen werden wirksam, wie alle anderen auch, wenn sie gemeint werden von entsprechenden Minern. Der Tippfehler wäre jetzt schon weg, das ist wegen des Plan C. Das kostet, für diese Rechenleistung dürfen die Miner etwas einstreifen. Die Rechenleistung wird gemessen in Gas, heißt so, es gibt einen Gaspreis und das bestimmt dann die Mining-Fee. Das heißt, was die Errichterin also macht, ist, sie kommuniziert mit dem Smart Contract, indem sie eine Transaktion an ihn richtet, in dem steht, stehen die Daten, stehen die Parameter und sagt, okay, lieber Smart Contract, mach das und das. Aber Moment, wir haben Code, wir haben Storage, das heißt, das Ding ist eigentlich eine virtuelle Maschine und deswegen spricht man, und das finde ich das Revolutionäre dran, von einer EVM, von der Ethereum Virtual Machine. Sind Sie noch alle bei mir? Okay, das macht also sehr viel. Das ist also eines der revolutionären Rezepte, dass man Transaktionen in Code speichert. Das heißt, steigen wir einen Schritt zurück und schauen wir uns an, was wir erreicht haben. Wir haben also einen Balk von kleinen virtuellen Machines, die dezentral, unfälschbar, untinkerable in einem offenen, dezentralen, demokratisch verwalteten, sich kryptografisch selbst organisierenden Netzwerk ablaufen. Also ausfallsicher, ergebnissicher, fälschungssicher, robust, erweiterbar, zugänglich, all diese Dinge. So, und damit noch nicht genug, das ist eine relativ unübersichtliche Sache, aber man muss natürlich hier extrem effizient arbeiten, damit nicht allen, weil diese Rechenleistung muss ja von allen Nodes erbracht werden, bei jeder einzelnen Node muss ja das nachrechnen, ob der Smart Contract auch erfüllt worden ist. Deswegen hat man hier einen extrem effizienten Code, also sprich eine Maschinensprache, aber mit Maschinensprachen arbeiten wir nicht gern. Was machen wir? Wir entwerfen eine Sprache und nehmen einen Compiler. Und diese Sprache gibt es, die heißt Solidity, und was wir also machen, wir schreiben unsere Smart Contracts in Solidity, kompilieren sie und applizieren sie dann auf der Blockchain. Ja, das ist ja die zweite revolutionäre Eigenschaft von Smart Contracts. Diese Programmiersprache ist ungefähr JavaScript C verwandt, sie ist Turing-vollständig, Datentypen, Klassen, Structs, Vererbung, es gibt einen sehr spannenden Datentyp Mapping. Und was sind jetzt Methodenaufrufe? Wenn man von einer objektorientierten Sprache reden, braucht man Methoden. Das sind die Transaktionen, das heißt, irgendwer anderer sagt, lieber Smart Contract, ich möchte, dass du Folgendes durchführst und diese Transaktion wird als Buchung auf der Blockchain gespeichert und damit kann jeder nachrechnen, welchen Zustand der Smart Contract zu jedem Zeitpunkt haben soll. Abgesehen davon ist sie typsicher, es gibt Entwicklertools, alles Mögliche. Wie sieht so etwas zum Beispiel aus? Das ist ein einfacher Smart Contract. Okay, es fängt an mit Program Selected Contract, das ist praktisch die Klasse, Depot, dann gibt es hier verschiedene Elemente, es gibt einen Konstruktor, also jetzt nur ganz grob, es gibt Methoden und da steht drin, wie sich das Ganze verändert. Dieser Smart Contract wird uns dann noch beschäftigen.
Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich in der Zeit bin. Wenn ich weiß, ich bin drüber. Okay, wie entwickeln wir jetzt? Naja, es sind 20 Minuten ausfallen. Wir entwickeln erstens mal auf einer Development Chain. Das heißt, ich baue mir eine, mache mir eine Chain, die nur bei mir läuft. Die kann ich jederzeit resetten. Also jetzt haben wir GList. Wenn ich da List Blocks sage, ich möchte die letzten 100 Blöcke sehen, okay, dann sieht man da alles Mögliche. Da sind aber nur meine eigenen Transaktionen drin, das mache ich zum Testen. Und wenn ich da, die, das sind alles meine Befehle, ja, in Wahrheit sind das kilometerlange Wünsche von Befehlen, setze ich die Blockchain einfach zurück. Meine Blockchain fängt dann bei einem neuen Genesis-Block wieder an, und bei der Development Chain ist es so, dass einfach immer ein Block gemeint wird, kostet ja auch nichts, da bin nur einen Rechner beteiligt, in dem Moment, wo ich eine Blockchain, wo ich eine Buchung offen habe. Da sehen wir schon den Log, ab hier ist es die neue Blockchain, ab der Speicher, und da läuft also unsere neue Blockchain, und ich kann mit der wieder so kommunizieren wie mit allen auch. Anderen auch. So, und wenn ich jetzt, das ist die nächste Demo, da überspringe ich jetzt ein bisschen was. Das zweite, was ich brauche, was ich haben kann, ist die Testchain. Die Testchain ist schon ein bisschen more serious, weil die ist bereits öffentlich. Da gibt es auch einen entsprechenden Genesis-Block, da kann ich nicht mehr einfach resetten. Das ist eigentlich eine ganz normale Blockchain, wie Ethereum auch, mit dem einzigen Unterschied, dass man sich ausgemacht hat, rein logistisch, dass die Ethereums, die darauf gibt, nichts wert sind. Deswegen gibt es auch Fountains, da muss ich also hingehen und sagen, okay, ich hätte gern 3 Test-Ethereums auf den und den Account überwiesen, da gibt es eine Website, und dann kriege ich 3 Test-Ethereums, und mit denen kann ich nichts machen, aber ich kann damit meine Smart Contracts testen. So, wo war ich? Da. Und Sie sehen, da wird also gemeint, jetzt haben wir gerade gesehen, da kommen neue Blöcke dazu, auch die muss eigentlich 24/7 Verbindung haben, ist ein ganz normaler Ethereum-Node, mit dem einzigen Unterschied, dass ein anderen Genesis-Block hat. Es gibt mehrere Test-Chains, die ich hier verwende, heißt Robsten. Das Mining-Service darauf bringt natürlich den Beteiligten nichts, ist eine eigene Leistung. Ich habe übrigens auch letztens gemeint und sogar einen Block gemeint, das ist ein großer Zufall. Das möchte ich mir dann nachher anschauen mit Ihnen. So, Moment, das machen wir vielleicht gleich. Ich habe auch hier einige Adressen schon angelegt, und schauen wir uns zum Beispiel diese hier an. Das wollen wir nicht mehr. Kriege ich das irgendwie anders? Da. Ah. So, das ist also der Robsten-Scanner, und wenn ich da meine eigene Adresse eingebe, sehen Sie da schon meine Testaktivitäten. Sie sehen auch, ich besitze unglaubliche 3,4 Test-Ethers, und irgendwann gestern oder wann ist mir gelungen, tatsächlich einen Block zu minen, in dem ich Mining auf der Testchain betrieben habe. Was auch selten ist, ist ein Zufall. Also dieser Block ist offenbar von mir und enthält diese Transaktionen. Ja, und dann gibt es natürlich die Main-Chain. Auch dort kann man grundsätzlich testen, nur das kostet. Weil immer wenn ich eine Transaktion auf der Main-Chain tätige, dann muss ich dafür Gas bezahlen. Gas hat einen Gaspreis, das heißt, ich muss vorher Ethereums einkaufen, muss sie auf meinen Account übertragen, und dann kann ich auch Transaktionen auf der Main-Chain absetzen, aber die kosten einfach Geld.
So, wo stehen geblieben? Ja, wie kommuniziert jetzt der einzelne Teilnehmer mit so einem Smart Contract? Was muss man wissen, damit man so eine, mit seinem Smart Contract kommunizieren kann? Man muss erstens mal seine Adresse wissen. Dann muss man wissen, welche Daten gehören dieser Transaktion geschickt und den Betrag natürlich. Und das nennt man Application Binary Interface, also das, zu welcher Adresse gehört welche Daten. Und das sind die zwei Dinge, die ich brauche, um mit meinem Smart Contract zu kommunizieren. Und das möchte ich Ihnen jetzt, ich denke es reicht, wenn ich es Ihnen auf der Testchain zeige, versuchen. So, bin ich da auf der... Na, bin ich auf der... So. Schauen wir, ob die Übung gelingt. Den Greeter lassen wir aus. Wir gehen gleich auf das Depot. So, in dem Depot finde ich meinen Smart Contract. Den möchte ich mal mit Ihnen nochmal anschauen. Das ist genau das Beispiel, was wir vorhin gemacht haben, der Treuhänder. Es gibt da also einen Judge, einen Receiver und einen Sender. Am Anfang, der Judge errichtet den Vertrag, dann sendet der Sender an den Contract. Irgendwann mal, sehen Sie das, Message.transfer, Message.value, also ich hoffe, Sie können das soweit ansatzweise lesen, was da drin abspielt. Irgendwann mal sagt der Judge, okay, zahle es aus, dann bekommt der Receiver den Betrag oder zahle es nicht aus, dann bekommt der Sender den Betrag wieder zurück. Und der Rest ist ein bisschen Utility. Natürlich, wenn ich den Betrag kille, will ich auch haben, dass der Betrag entsprechend wieder an den Sender zurückgeschaut wird. Diesen Vertrag kompiliere ich jetzt und erhalte mehrere Dinge. Erstens einmal erhalte ich da die API, also das Application Interface. Das schildert mir einfach, wie soll denn das Interface von diesem Vertrag ausschauen, also wie muss ich meine Messages an den Vertrag formulieren, damit der Vertrag damit arbeiten kann. Kann man auch hübscher darstellen, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Wir haben da zum Beispiel ein Send, Payable und so weiter und so weiter, das steht da drin. Dann gibt es natürlich den Vertrag selbst, bereits in Binary Form. Und ich könnte ihn jetzt auch noch rückübersetzen, aber das erspare ich mir jetzt. Naja, können wir es kurz machen, Moment. Okay, ich glaube, Sie glauben es. Habe ich es da schon vorgetippt? Nein, wurscht. Und was ich auch generiert habe, ist gleich ein JavaScript-File, mit dem ich den Vertrag deployen kann. Also dem ich den, weil das ist das, was man eigentlich ja eintippen müsste, das ist nur ein bisschen viel, um jetzt von meinem Node den Vertrag abzuschicken. Okay, vielleicht zur Übersicht. Da kriege ich die Depot-ABI, die wurde schon eingeteilt, den Depot-Code und irgendwann da unten kommt dann die Zeile Depot-Create. Das ist die Zeile, wo ich beginne, den Vertrag tatsächlich zu deployen. Ich statte ihn aus, also ich muss von meinem Account starten, er kriegt Gas, es gibt einen Gaspreis und da unten brauche ich noch einen Callback, je nachdem, ob die Vertragserrichtung gelungen ist oder nicht. Nein, komm gleich darauf zurück, den muss ich muss ihn festlegen. Ja? Also ich sage, ich biete diesen Gaspreis
Wenn ich einen zu niedrigen Gaspreis anbiete, ist das mein gutes Recht. Es wird nur die Transaktion dann nie gemeint oder erst irrsinnig später. Ich habe eine irrtümlich abgeschickt, die wurde 3 Tage später gemeint. Da war der Gaspreis niedrig genug, dann hat sie irgendwer mitgenommen. Den Gaspreis finde ich heraus. Ich habe mir dafür eine Utility geschrieben, die mir die letzten Blöcke aus, den letzten Block ausgibt, und zwar immer mit Gaspreis. Und da sehen Sie, der Gaspreis ist 50 Quai, 40 Quai, 1 Quai, 1 Quai. Also wenn wir jetzt irgendwie 20, 30 Quai anbieten, haben wir gut, haben das gesehen da. Also das sind die Transaktionen auf der, am letzten Block zusammen ausgegeben mit dem jeweiligen Gaspreis, und den muss ich dann entsprechend anbieten. Das werden wir aber gleich selbst sehen. Wir müssen den noch editieren, aber muss man gar nichts machen, das heißt, wir können sofort starten. So, okay, jetzt müssen wir zuerst mal unsere Accounts unseren Account aufsperren, mit denen wird der ist noch locked, wie wir sehen. Wir müssen ja von dem den Gaspreis bezahlen, das heißt, wir müssen den mal aufsperren und sagen, okay, komm, sprich mit mir. Ah, okay, er hat es geschafft. Kryptographie dauert manchmal. Jetzt ist mein Account unlocked, wie wir sehen. Jetzt kann ich mir dann noch den Gaspreis anschauen. Also schauen wir nochmal, was ist jetzt der letzte nochmal? Sind wir großzügig, bieten wir 100 Quai an, das ist mir jetzt wurscht, das sind nur Test-Quais. Also das war unser Account. Ich möchte haben, dass das wirklich so, und jetzt kann ich meinen das ist aber schnell gegangen. Diese Transaktion war unsere Mining-Transaktion. Wir können schauen, ob wir sie wiederfinden. Also ich schaue jetzt, ob ich in irgendeinem Block... Das ist Absicht. Das sagt nämlich, wie viele Blöcke will ich in die Tiefe rein? Nein, nach 4 ist man 2 dazugekommen. Ah, Dankeschön. Ah, das heißt Grab Blocks. Verzeihung, dann haben wir es gleich. Vielleicht ist es auch schon zu tief in der Chain mittlerweile, dann werden wir nicht mehr finden. Dann müssen wir 10 machen, das dauert mir jetzt zu lang. Aber Tatsache ist auch, dass wir diese Transaktion bereits am Robsten Blockchain Browser finden werden. Also wenn wir die da eingeben, der ist schneller tatsächlich, Success, und da wurde ein Contract kreiert. Also von meiner Adresse 0xd3 wurde dieser Contract kreiert, und den gibt es jetzt. Da ist nicht viel darüber bekannt, aber es ist immerhin bekannt, dass das dieser Code ist, und man kann auch umschalten auf OpCodeView, dann sieht man, was für ein Code hinter diesem Vertrag steckt. Sonst ist mit dem Vertrag noch nicht viel passiert. Schauen wir, dass wir den bekommen. Ah, falscher. So, tatsächlich, das ist also jetzt unser Vertrag, und der heißt jetzt Depot, und da habe ich die Adresse von dem Vertrag, und jetzt kann ich mit dem interferieren. So, ich habe mir dazu ein paar Utilities geschrieben, damit wir da schneller vorgehen können.
Da gibt es nämlich ein Depot.util.javascript. Das schaut so aus, und wenn wir das haben, sehen wollen, wie denn das funktioniert, greifen wir mal schön in der Function, und da habe ich schon ein Depot send from to so und so viel Units. Gut, dann machen wir das gleich mal. Also Depot, wir können noch schauen, add.getBalance, also wie viel besitzt unser Vertrag von Depot.address. Na, derzeit noch nichts. Gut, damit wir senden können, müssen wir natürlich das zweite Wallet aufmachen. Also unlock die zweite Adresse. Wird ein bisschen dauern. Und jetzt sage ich, ich schicke von meinem Account 1 an den Account 2, möchte ich, wie viel haben wir da, 0,1 Ether, die Einheit muss man auch angeben, schicken. Das heißt, eigentlich schicke ich an den Vertrag meine Absicht, dass der Account 2 0,1 Ether später bekommen soll. Merken wir uns, der Vertrag, der zweite Account hat derzeit 0,2 Ether. Ich hoffe, dass es dann 0,3 sein wird, ungefähr. Da komme ich noch drauf. So, was ist da irgendwie schief gegangen? Ah, ich habe den 2er unlocked. Na, das macht auch nichts, dann schickt man halt vom 2er auf den 1er. Insufficient Funds. Ja, es ist der 0er und der 2er unlocked. Der 1er ist locked. Ja, aber an den 1er kann ich ja schicken. Aber der hat nur 0,2 Ether, das ist offenbar zu wenig. Dann unlocken wir einfach den 1er auch noch und machen es wie gehabt. So war es eigentlich geplant. So, und jetzt wollen wir schauen, ob wir vom 1er an den 2er etwas senden. Okay, das heißt, wir haben eine Transaktion gesendet und mit ein bisschen Glück werden wir gleich sehen, dass die da in der Testchain auftaucht. Tatsächlich, da ist sie. Also von dieser Adresse wurden an den Vertrag 0,1 Ether gesendet. Offenbar ist das noch pending. Es ist also noch nicht in der Blockchain. Deswegen werden wir auch den Balance noch nicht sehen. Oh ja, da ist es schon. Mittlerweile ist es da. Das heißt, Sie sehen hier, es ist hart getimed. Mittlerweile ist es nicht pending, das heißt, der Vertrag besitzt jetzt 0,1. Wir richten uns noch erinnern von unserem wir haben gesagt, der Account 0 ist unser Charge. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, das Vertrag ist gut gegangen, ich kann ein Depot P machen, das heißt, der Vertrag ist gut, das Geschäft ist gelaufen, das Gut ist übergeben worden, bitte übertragt dem Account 2 jetzt diese 0,1 Ether. Er hat sich wieder irgendwie unlocked. Nicht? So, und damit ist die Transaktion jetzt an den Vertrag gegangen, da werden keine Ether gesendet, sondern es ist schlicht und ergreifend durch die entsprechenden Daten, die mit der Transaktion gesendet werden, festgesetzt, dass das jetzt eine Pay-Transaktion ist, also die sagt dem Vertrag, zahl's aus. Und man wird vielleicht hoffentlich gleich sehen, wir können die natürlich auch suchen, aber vielleicht kriegt man es so auch mit. Da ist sie.
die ist auch schon gemeint, wie man sieht, und die hat jetzt dazu geführt, null Ether, aber es gibt jetzt eine interne Transaktion, nämlich eine vom Vertrag ausgelöste, dass 0,1 Ether an meinen Geschäftspartner ausbezahlt werden soll. Und wenn wir hier schauen, hat unser Vertrag jetzt wiederum Wert 0 und mein Geschäftspartner hat jetzt 0,3 Ether auf der Testchain. Gleichzeitig haben sich meine Guthaben ein wenig verringert. Das ist das Gas, das die jeweiligen Sender der Transaktion bezahlen mussten. So, ab nicht mehr lang, weil der Rest, ich denke, damit werden die Demos für heute beenden. Aber damit lassen sich zum Beispiel auch so Sachen machen wie ein Coin. Ja, was ist eigentlich ein Coin? Das wäre die zweite Demo gewesen, dauert mir jetzt zu lang. Heißt einfach, da wird abgespeichert, wer was besitzt. Und eine Sendaktion heißt, jemand hat weniger und der andere kriegt mehr. Und damit lässt sich zum Beispiel schon eine ganze Währung, Piggybacking nennt man das, auf der Ethereum-Chain realisieren. Das will ich jetzt nicht mehr erklären. Also der einzelne Vertrag selbst ist die Währung. Und was wir vorhin gesehen haben, dieses Rebellious Token, das ist genauso eine Währung. Das ist ein langer Vertrag, wo festgelegt wird, es wird innerhalb des Vertrags gehandelt. Und der Vertrag merkt sich, wer wie viele Rebellious Tokens besitzt. Und dafür gibt es natürlich noch unheimlich viele Anwendungsbeispiele, Wetten, Verleihsysteme, Storage, also einfach auch Checksummen, die man von irgendwelchen Dokumenten abspeichert, wann man sie kreiert hat. Crowdfunding ist eine ganz wichtige Anwendung, man macht sich also aus, wenn so und so viele Ethereums in einem Vertrag zustande gekommen sind, dann kriegt das der entsprechende Crowdfunder, ansonsten, wenn es weniger sind, kriegen alle ihres wieder zurück. Und das hinterlegt man einfach auf der Blockchain und damit ist klar, dass das so läuft. Anteile, Aktien, Anrechte und das gibt es Ziel. Ja, mit diesen Tokens kann man dann auch handeln und das sind Initial Coin Offerings. Dafür gibt es auch eigene Libraries, ERC20 ist die wichtigste und ich mag jetzt nicht mehr dort einsteigen, wenn Sie dieses Rebellious Token angeschaut haben, sehen Sie dort im Code Contract Rebellious Is und so weiter. Noch eine zur Frage, warum sehe ich bei manchen Verträgen überhaupt diesen Code? Einfach deswegen, weil die Autoren das freiwillig abgeloadet haben. Das heißt, wenn ich haben will, dass mein Smart Contract wirklich auch der Solidity-Code bekannt ist, muss ich das machen. Ich lade ihn ab auf EtherScan oder so, das wird gecheckt, das wird ja kompiliert und dann wird verglichen, ergibt das die gleiche Bytecode und dann ist er verifiziert und sagt, okay, der Solidity-Code ist tatsächlich der Bytecode und damit habe ich ihn veröffentlicht. Mit der Blockchain hat das nichts zu tun, das ist eine reine Serviceleistung, damit Leute nachlesen können, was denn dieser Vertrag macht. Ja, Smart Contract Development ist insgesamt sehr schwierig, weil ich muss ehrlich sagen, 99% der, ich will es gar nicht Dokumentation nehmen, der freiwilligen Forenbeiträge und dergleichen sind falsch. Also immer noch ändern sich diese Dinge mit rasanter Geschwindigkeit. Es gibt so und so viele Sprachversionen, also man muss sich wirklich ungefähr 20 die Tutorials gleichzeitig aufmachen und schauen, wo steckt der wahre Kern, was geht nicht. Wenn es das jetzt nicht geht, wo finde ich ein ähnliches Tutorial, wo das anders beschrieben ist, was dann vielleicht geht. Also es ist wirklich noch sehr, sehr volatil. Entsprechend gefragt sind die Leute, die das können, denke ich mir. Was aber auch schwierig ist, ist, wenn man gerade gehört über Versionierungssysteme, ein Kontrakt ist eingefroren. Ja? Wenn ich den einmal abgeschickt habe, dann ist dieser Vertrag jetzt so aktiv. Und wenn Leute in den Vertrag einzahlen, dann, und er ist falsch, dann kann passieren, dass man die Ethereums nie wieder rauskriegt, weil eine entsprechende Auszahlungsfunktion fehlt. Es kann sein, dass irgendwer die Ethereums mobst, also stiehlt, weil er irgendein Timing-Problem auslöst. Das ist auch passiert im sogenannten DAO-Event. Ja, das heißt, die schwierige Sache, Code is Law, even wrong code. So get it right, das ist vielleicht eine Schwäche dieser Technologie, aber zum DAO-Event 2016 hat so ein Smart Contract dazu geführt, dass irgendwelche Angreifer eine Schwachstelle gefunden haben und 50 Millionen Ethers gestohlen haben.
Und dann gab es als einmaligen Event ein Rollback. Man hat sich darauf geeinigt, außerhalb der Technologie die Blockchain zurückzurollen, auf vor dem Diebstahl und dort nochmal anzufangen. Einige Leute waren damit nicht einverstanden und haben gesagt, Code is Law. Und darum haben wir jetzt eigentlich zwei Ethereum-Währungen, Ethereum Classic, die kleinere, das ist die Original-Chain, Rewinded and Forked, den heutigen Ethereum. Das hat man sich einfach menschlich so geeinigt drauf. Ist aber klar, das kann man nicht jedes Jahr machen. Das war ein einmaliger Event, weil 2015 ist die Chain erst eingeführt worden und gesagt, okay, ein Jahr, einmal machen wir das, aber das geht nie wieder. Ja? Weil sonst ist das Vertrauen in Ethereum weg oder Vertrauen in die Blockchain weg und dann ist es nichts mehr wert. Nicht? Wert ist es ja nur dadurch, dass die Leute dran glauben. Und was sie auch finden, sind eben, es ist mittlerweile, gibt es Libraries dafür, so Initial Coin Offers, also eine Art Crowdfunding, man lädt sich so einen Vertrag runter, er gibt ihm einen lustigen Namen, was weiß ich, irgendwas Coin, und sagt, okay, ihr könnt jetzt mit irgendwas Coins handeln, und dieser Smart Contract fungiert de facto als Notar für diese Währung, und mit diesen Anteilscheinen kann man auch wieder handeln, aber Vorsicht, da gibt es unglaublich viele Scams und Rip-Offs, weil was da in den White Papers steht, kann ich oft echt, das ist ein reines Name-Dropping, also da wirklich die Guten rauszuhören, das ist sozusagen für Leute, für die Bitcoin handeln, echt viel zu konservativ und total sicher ist, die können es mit ICOs probieren. Aber es gibt auch viele Anwendungen bereits, Poet, da werden Erstveröffentlichungen gemacht, BigchainDB, eine Blockchain-Database, sehr, sehr interessant, auch andere, außer, das sind jetzt nicht alles Ethereum-Anwendungen, sondern überhaupt Blockchain-Anwendungen. Das Golem-Netzwerk, da wird versucht, dass die Mining-Power kreativ zu nutzen, sozusagen als einen Supercomputer, das möchte ich mir auch noch genau anschauen, Steemit, Content Creation, also es gibt viele spannende Projekte, viele davon werden auf der Ethereum-Chain gecrowdfundet, sind zum Teil noch im Funding-Prozess, zum Teil schon gefundet und so. Blockchain ist natürlich auch ein Risiko. Wir haben die WannaCry und Petya-Welle gesehen voriges Jahr, wo also viele Leute Bitcoins irgendwo an eine Adresse überweisen müssen. Ich finde es ja spannend, dass sie Bitcoins nehmen, weil das sieht man auf der Blockchain. Das heißt, Bitcoin kann jeder alles nachvollziehen. Man weiß zwar nicht, wer diese Adresse hat, aber durch entsprechende Graphenanalyse glaube ich, dass man schon einiges über diese Angreifer wird lernen können, wenn sie nicht sehr geschickt waren. Und das kostet Geld, geschickt zu sein. Also es ist natürlich auch eine Gefahr, es ist unregulierbar. Eine gute, echte Blockchain, so wie ich sie verstehe, ist einfach ein anarchistisches Stück, das im Computernetzwerk wäre, das man nicht einfach verbieten oder abdrehen kann, weil sonst machen einfach andere Nodes wieder auf. Also es könnte auch vielleicht wirklich eine Chance sein für Staaten, wo Failed States, wo die Währungen nicht mehr funktionieren. Eine interessante Studie dazu, wenn man abgleicht den Bitcoin Regulation Index, also man versucht zu messen, wie sehr versuchen Staaten den Bitcoin zu regulieren, mit dem Corruption Perception Index, also wie stark wurde Korruption in diesem Land feststellt, dann gibt es sich eine ziemlich hohe Korrelation. Also man kann es rein statistisch sagen, Staaten mit hoher Korruption versuchen tendenziell mehr den Bitcoin zu regulieren. Was immer uns das jetzt sagt. Aber ich glaube, wir stehen wirklich erst am Anfang. Ich erzähle ja immer, also wir haben eine irrsinnig interessante Datenstruktur, dezentral, Applied Kryptographie. Was ich heute nicht mehr erwähnt ist, der Ursprung ist eigentlich im Cypherpunk, also kein Wissenschaftsprojekt, sondern eine Privacy-Mailing-Liste, es ist von Anfang an Open Source und ich erinnere mich noch gut, ich vergleiche das immer, 1993 habe ich in einem Forschungszentrum gearbeitet und da kam ein Kollege zu mir und sagte, ich muss dir wirklich den zeigen, den du je gesehen hast und Internet hatten wir schon, World Wide Web, den ersten Mosaik-Browser gezeigt. Und da gab es tatsächlich 10 Webseiten auf der Welt. Und ein Jahr später waren schon mehr, als man auflisten könnte, so weiter. Und Sie wissen alle, wo wir 2017, 2018 stehen. Jetzt haben wir Bitcoins, Ethereums 2018. Also ich frage mich, wo werden wir damit 2040 stehen? Das ist ungefähr derselbe Timescale. Sie werden das in Ihrem Berufsleben erleben. Heute beschäftigen Sie sich mit den Grundlagen dafür. Ich bin sehr neugierig, wo wir da landen.